Die Ausgaben der Bundesregierung sind in den letzten 4 Jahren um 33% gestiegen. Wir werden uns gleich die Zahlen anschauen. Trotzdem müssen wir uns immer wieder dieses elendige Fasel anhören, von wegen der kaputtgesparte Staat, ja, und der öffentliche Dienst mit all seinen Millionen an Stellen. 300 Milliarden verschlingt dieser ganze Apparat jedes Jahr. Und wir schauen uns jetzt in der Hart aber fair Sendung von gestern mal die ganzen Aussagen von Ralf Stegner von der SPD an und ob sie mit der Realität und einer Überprüfung in dieser Realität auch standhalten. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Springen wir wie immer direkt ins Thema rein und hören mal hier kurz den ersten Satz zum Thema Schuldenbremse von Ralf Stegner und was seiner Meinung nach die Bevölkerung so alles gerade denkt in Deutschland. Wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger fragen würden, ob das normale Zeiten sind. Corona. Sie sind ja nicht das Verfassungsgericht. Ich dachte mal, Corona, Kriege, Inflation, Bewältigung der Klimakrise, die wir haben, dann würden die nicht auf die Idee kommen, das für normale Zeiten zu halten. Und die Schuldenbremse, über die man vieles sagen kann, da diskutieren wir ja vielleicht auch noch drüber, die eignet sich nicht besonders gut für solche Zeiten, wo das ja fortwirkt. Aha, da können wir auch schon direkt mal stoppen. Wie wir sehen, irgendeine Krise, die gab es halt immer. Da gab es halt vorher Corona eben die Euro-Krise oder eine Finanzkrise, ja, oder Säbelrasseln zwischen den USA und zwischen China. Oder Trump wurde gewählt. Das ist wahrscheinlich für Herrn Stegner auch wiederum ein hervorragender Grund, weitere Schulden für Deutschland zu machen. Ja? Also was man aktuell vor allem von der SPD, aber auch in anderen Parteien sehen kann, ist immer mehr so dieser Duktus, dass wir in einer Zeit fortwährender Krisen leben und dass wir deshalb eben eigentlich die Schuldenbremse abschaffen müssen. Das ist eigentlich das, was Ralf Stegner uns hier kommunizieren will. Wie wir jetzt gleich im nächsten Abschnitt sehen werden, sagt Ralf Stegner sogar, dass eigentlich das Verfassungsgericht, wenn es so um Schulden und so geht, sich zurückhalten sollte. Also, dass man eigentlich so die Gewaltenteilung so ein bisschen abschaffen sollte in diesem Kontext. Hat er das wirklich gesagt? Hören wir mal selber rein. Interpretieren kann es dann jeder für sich selbst. Sich darauf verständigen, wie sie das macht. Fakt ist jedenfalls, ich will zu dieser Schuldenbremse gerne mal was sagen, weil hier das so dargestellt wird, als sei das irgendwie ein Gottesurteil. Ich finde, eine Schuldenbremse, ich war damals schon, als sie eingeführt worden, habe ich das kritisch gesehen, weil ich der Meinung war, das ist eine Entmündigung des Parlaments. Sie waren damals Finanzminister in Schleswig-Holstein. Ich finde, das ist eine Entmündigung des Parlaments. Das Parlament soll bitte über Haushalte jedes Jahr entscheiden und nicht Gerichte, finde ich im Grunde. Das ist der eine Punkt. Da hören wir es. Also, mit anderen Worten, er will mehr Schulden machen. Ja, die Politik hat gefälligst jedes Jahr einen Blankoscheck ausgestellt zu bekommen von den deutschen Wählern und von den deutschen Bürgern über sämtliche Ausgaben, die sie halt eben machen will. Ja, wie zum Beispiel, was sehen wir denn hier gerade? Bei Candy Crush Ramelow Schlafseminare für Ramelows Staatskanzlei. 10.000 Euro kosten auf Kosten der Steuerzahler. Ja, wie ihr seht, diese anstrengende Arbeit, die Herr Ramelow beispielsweise immer dort in Thüringen und so macht, die muss natürlich auch hier ein bisschen unterstützt werden. Vor 2 Wochen nahmen am Vortrag zum Thema Schlaf 90 Minuten 35 Teilnehmer teil, 29 davon jedoch nur per Videokonferenz am Bildschirm und nicht am Veranstaltungsort im Europäischen Informationszentrum. In der Einladung hieß es, im Workshop soll über Störquellen für einen guten Schlaf aufgeklärt und Möglichkeiten für ein besseres Abschalten aufgezeigt werden. Also, meine Damen und Herren, wie ihr seht, ja, auch Politiker haben ein Recht auf entspanntes und ruhiges Schlafen und man will halt eben einfach immer mehr und mehr diese Ausgaben aufblähen, weil genau das passiert. Wir schauen uns jetzt mal die Zahlen, die ich am Anfang angekündigt habe, kurz an hier bei Diego Fasnacht. Ja. Ausgaben des Bundes 2019 waren es noch 356,8 Milliarden Euro. Ausgaben des Bundes dieses Jahr bereits 476 Milliarden und da ist noch, ja, nicht Ende der Fahnenstange, noch haben wir ja den Dezember. Ne? 33,4% mehr Ausgaben in den letzten 4 Jahren, bei gleichzeitig, ja,
keinem Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum pro Kopf in den letzten 4 Jahren sogar negativ. Kumulierte Inflation im selben Zeitraum 18%, halte ich noch für sehr niedrig. Die gefühlte Inflation ist jedenfalls höher. Nichts steigt schneller als die Staatsausgaben, ja. Und jetzt in so einer Phase immer noch die ganze Zeit davon zu sprechen, ja, wir haben nicht genug Geld, wir müssen mehr Schulden machen, wir haben so eine schwierige Situation, ist einfach nur gelogen. Es zeigt einfach nur, dass man keine Möglichkeit mehr hat, in irgendeiner Art und Weise zu regieren, ohne irgendwo mehr Geld auszugeben. Und das ist ein absolutes Märchen. Man schaut sich einfach mal beispielsweise, ich habe da neulich auch schon mal ein Video zugemacht zum Thema Polen und das Bildungssystem. Polen hat sein ganzes Bildungssystem reformiert und gibt nicht etwa mehr Geld oder so dafür aus im Vergleich zu Deutschland, sondern sie haben es einfach reformiert. Ja? Das heißt, du musst nicht immer, du brauchst auch fürs deutsche Bildungssystem nicht mehr Geld, um es zu reformieren. Das große Problem, und später in der Sendung spricht es dieser Herr Brinkhaus von der CDU an, 300 Milliarden verschlingen jedes Jahr die ganzen Stellen im öffentlichen Dienst in Deutschland. 300 Milliarden. Da müsste man einfach mal, wie Elon Musk bei Twitter es gemacht hat, durchgehen und einfach mal 50% der ganzen Stellen streichen. Und ich wette mit euch, die Deutschen würden das im Alltag, wenn nicht darüber berichtet werden würde, gar nicht merken. Wusstet ihr, dass alleine für diese Kindergrundsicherung, ne, eine neue Behörde geschaffen werden soll, zwischen 3.000 und 5.000 neuen Stellen wieder im öffentlichen Dienst geschaffen soll. Das heißt, dieser verkrustete Staatsapparat, der will ja nicht an seinem eigenen Ast sägen und diese Stellen dort einsparen. Die schaffen immer sich neue Stellen, immer wieder. Das sind diese typischen Parkinson'schen Gesetze. Ja? Der Herr Parkinson, der hat damals einen sehr klugen Text darüber geschrieben. Und gleichzeitig spricht dann der Herr Brinkhaus von der CDU von Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und so. Was war denn los die ganzen letzten 20 Jahre? Da hatten sie doch mehr denn je Gelegenheit, alles zu digitalisieren. Ey, wisst ihr was, wenn ich hier unten in Calvia, ja, eine neue Wohnsitzbestätigung brauche. Ich brauche ständig immer mal wieder für irgendeine Bank oder für irgendein Geschäft in Deutschland oder irgendwas eine Wohnsitzbestätigung. Wisst ihr, wie lange es dauert, so eine Wohnsitzbestätigung zu bekommen? Ich gehe da unten hin, ja, dann zeige ich denen kurz meine NIE-Karte, meine spanische NIE-Karte und dann druckt ihr das aus und dann habe ich das Ding. Und wenn es irgendwas Wichtigeres ist, gehe ich zum Amt hinten. Da habe ich einen Flatscreen, da wähle ich direkt meinen Termin aus, bam, 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 bam. Dann warte ich da 10, 15 Minuten maximal und habe alles, was ich brauche. Jedes Mal. Das heißt, sogar Mallorca kriegt es hin, hier alles zu digitalisieren. Wie schafft es Deutschland seit 20 Jahren nicht, das zu digitalisieren? Ich frage mich einfach, was da los ist. Und kumulativ insgesamt können wir sehen, dass halt einfach die Bevölkerung, ja, die hier Herr Stegner meint, tatsächlich einschätzen zu können, mittlerweile insgesamt immer mehr und mehr Neuwahlen will, so wie es jetzt auch Markus Söder gefordert hat. Ja. Und Herr Stegner und andere Sendungsmitglieder sind da nicht so begeistert drüber. Warum, erklären Sie uns jetzt auch hier. Hört mal hier kurz rein. Sind Sie eh so aneinander gekettet aufgrund der schlechten Umfragewerte, dass das gar nicht in Frage kommt? Wenn wir einen Funken Verstand, ein Verantwortungsgefühl haben, dann gehen wir unserer Arbeit nach und geben die nicht nach 2 Jahren zurück. Wir haben jetzt wenn Sie einen Funken Anstand und Verantwortungsgefühl hätten, würden Sie zurücktreten. Es ist in dieser Situation eine Menge zu tun. Und in einer Situation, wo wir merken, dass Rechtsradikale in westdeutschen Parlamenten zweitstärkste Kraft werden. Aha. Wo wir Krisen in der ganzen Welt haben, da soll dieses Deutschland, drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, sagen, jetzt machen wir mal einen Wahlkampf und gehen da raus. Was soll eigentlich aus dem Versprechen Ihnen gegenüber werden, wenn wir das machen? Die Bürger können sich darauf verlassen und werden sich darauf verlassen, wenn die Ampel ihren Job macht. Und nebenbei bemerkt, keiner von uns profitiert von irgendetwas, wenn wir das jetzt sein lassen. Übrigens nicht mal die Union. Weil man sieht ja, dass die Demokratiefeinde zunehmen in Deutschland. Und das ist der Teil, den ich übrigens vorhin meinte. Wir müssen das Land auch zusammenhalten. Habt ihr gerade gehört, was er eigentlich gesagt hat? Ja? Keiner von uns hat etwas davon, wenn wir jetzt diese Neuwahl machen. Das heißt, Herr Stegner als Politiker denkt nicht an die Bürger und was gut für Deutschland wäre und für die Bürger, sondern er denkt an uns. Also an sich und an die anderen Parteien,
die demokratischen Parteien. Und deswegen möchte er keine Neuwahl. Er sagt es, in diesem Moment rutscht Herr Stegner die Wahrheit tatsächlich raus. Weil er weiß, natürlich würden Neuwahlen zum aktuellen Zeitpunkt ihm nicht nützen, ja, aber sie würden natürlich vor allem Deutschland nützen. Und das ist ja auch der Grund, warum die meisten deutschen Wähler mittlerweile Neuwahlen wollen. Ja. Und jetzt kommen sie dann wieder mit AfD und rechtsradikal und so weiter. Wisst ihr was? Und das ist ein Spruch, den ich in der Vergangenheit schon ab und zu in den Videos gesagt habe. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und ich werde ihn auch in folgenden Videos immer mal wieder führen, diesen Spruch. Die größte Angst, die die Ampelregierung, insbesondere der SPD, vor der AfD hat, ist nicht irgendein Rechtsrutsch. Es ist nicht die Angst, dass Deutschland irgendwie rechtsextrem wird oder so. Nein, 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 das ist nicht deren Angst. Die wahre Angst, die Ralf Stegner und seine Kollegen haben, ist, dass es mit einer AfD-Regierung Deutschland auf einmal besser gehen könnte.